Hallo Leute, die Gewinner des Übergriffe-Turniers durften sich ja ein Video wünschen und ob man es glaubt oder nicht, aber Liam und Storne haben sich Joe Fixit gewünscht. Bei Joe Fixit, ja, da ist er ein Gangster und bei ihm dreht sich alles ums Zocken. Er kann eine von vier Karten aktivieren, Herz, Karo, Pik oder Kreuz. Jedes Symbol aktiviert unterschiedliche Fähigkeiten. Herz hält Joe Fixit, aber die Heilung ist einfach nur schwach. Wenn Pik aktiv ist, bekommt er eine 14%ige Chance, den Gegner zu schwächen oder zu ermüden. Bei Kreuz wird seine kritische Trefferchance mit seiner Combo erhöht. Und das letzte Symbol, Karo, erhöht seinen Angriff basierend auf seiner fehlenden Gesundheit. Ist also ähnlich wie bei Hulk. Zu Beginn des Kampfes wird einer der Symbole ausgewählt und bekommt die entsprechenden Fähigkeiten. Wenn er erweckt ist, hat er eine Chance, eine zweite Farbe, also ein zweites Symbol für 7 Sekunden zu bekommen. Und mit einer schweren Attacke kann man das Symbol wie bei einem Roulette wieder aus dem Zufallsprinzip neu bekommen. Wenn das Roulette nicht abgelaufen ist, kann man das mit einer schweren Attacke nicht neu starten. Das muss wirklich aktiv sein. Dann kann man es mit einer schweren Attacke erneut versuchen, wenn man das falsche Symbol bekommt. Außerdem hat auch die schwere Attacke die Chance, ein zweites Symbol für 7 Sekunden zu bekommen, basierend auf seiner erweckten Fähigkeit. Das waren seine grundlegenden Fähigkeiten, die Superkräfte. Die Superkraft 1 hat eine Chance, einen Blutrausch auszulösen, die zweite Superkraft garantiert einen Stun und die dritte Superkraft garantiert einen Blutrauscheffekt beim Gegner. Nützliche Synergien, wenn ihr den Champion wirklich verwenden wollt, sind zuerst Sorcerer Supreme. Mit ihr wird der Stun-Dauer um 25% erhöht und mit Kingpin im Team wird der Angriff um 20% erhöht, wenn der Gegner unter einen Debuff leidet. Also kurz zusammengefasst, lasst die Finger von ihm. Er macht einfach keinen Schaden. Ich hoffe, er wird vielleicht mal gebufft und dann wird ein neues Video gemacht. Aber ein Schadensvergleich, den könnt ihr euch ganz gut in einem Video von PK anschauen. Der hat ein Video dazu gemacht, in einem Vergleich mit 3-Stern-Champions. Link dazu ist in der Beschreibung. Ja, dennoch, wenn ihr wirklich mit dem spielen wollt, viel Spaß mit ihm. Aber meine Meinung ist, lasst die Finger von ihm. Und ja, somit ist meine Schuldigkeit getan. Ich habe das Video zu Joe Fixit gemacht. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss!